Ja, was ist denn da los? Sagt der DJ Nick, ihr kreativen Menschen da draußen. Willkommen bei Hausflipper 2. Ja, jetzt hat mich neulich jemand gefragt. Ja, das ist ja alles nur ein Computerspiel und das kann man ja irgendwie überhaupt gar nicht ins Echte ummünzen. Da bin ich ganz anderer Meinung, meine Freunde. Wenn ihr heutzutage irgendwo in ein Küchenstudio oder sonst irgendwo geht, wo es um Einrichtung, um Design und so weiter geht, da arbeitet ihr immer mit einer Software, die euch zeigt, wie das ungefähr ausschauen kann. Und glaubt mir, Hausflipper 2 ist im Grunde nichts anderes. Warum, werde ich euch jetzt gleich zeigen. Wenn wir zurückkehren in unsere eigene Immobilie, die wir jetzt dann weitermachen. Ich glaube zwar noch nicht, dass wir fertig werden, aber wir machen es auf alle Fälle weiter. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel dieses Bad anschauen, also seid mir nicht böse, das kann man ganz genau so machen. Also man muss das jetzt nicht zimmern und diese Optik, die wir hier haben mit diesen Steinen zum Beispiel, das kann man alles kaufen. Also man muss das nicht wirklich mit Steinen machen. Es gibt oft Paletten und Wände und das, wo das gefaked ist. Ne? Also man kann alles kaufen. Das heißt, also man kann ohne weiteres das so machen, wie wir es hier machen. Eine Ausnahme sind vielleicht blaue Waschmaschinen und Trockner. Okay, das gebe ich zu. Das wird auch gehen. Es geht. Wenn ihr die Waschmaschine alle abklebt und die lackiert, würde das schon gehen. Wer sich die Arbeit macht, ist natürlich die andere Frage, aber das geht schon. So, hier ist unser Bad. Und ich habe einen tollen Tipp bekommen wegen der Einrichtung. Und die war ganz, ganz, naja, entsetzt, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich war ganz überrascht von mir selbst, dass ich das vergessen habe. Das finde ich ganz komischerweise ist, hier rechts unten in der Ecke so ein Smiley, der verzieht so das Gesicht. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ich kenne das Zeichen nicht. Das ist ja lustig. Das mal so nebenbei. Ja, also nochmal zurückzukommen, dass ich selbst überrascht war. Also Leute, ich habe keine Pflanzen ins Bad gestellt. Ja, könnt ihr euch das bei mir vorstellen? Also die ja schon länger bei mir schauen, die sind eh schon genervt von meinem Pflanzenflash, die ich manchmal habe. Hier, sowas gibt es sogar. Ich wusste jetzt nicht. Ich dachte, jetzt muss ich nochmal nachschauen. So kleine Ständer für Pflanzen, das ist ja gigantisch. Hier den hier zum Beispiel. Und jetzt kann man den ändern. Jetzt machen wir den, wenn wir den jetzt so machen. So, und dann stellt man den nicht ganz ins X. So. So, jetzt brauchen wir da einen coolen Blumentopf, irgendeinen schönen, winzig, nah, klein, sehr groß, klein. Weiß jetzt nicht, was klein bedeutet. Mei, stellen halt drauf. Nehme ich jetzt. So, und jetzt können wir nämlich noch die Pflanze dazu kaufen. Irgend ein bisschen was Höheres. Ich meine, grundsätzlich brauchen Pflanzen natürlich immer Licht, gell? Aber Gott sei Dank haben wir dieses Problem hier nicht. So, hoffentlich schaut nicht durch. Also, bitte, cool, oder? Pflanzen, ihr habt vollkommen recht gehabt. Ich habe die Pflanzen vergessen, ja. Irgendwas war noch, aber ach so, doch, machen wir auch noch. Habe ich euch versprochen. Gut, dass ich dran gedacht habe. Passt auf, wir haben alle Zeit der Welt. Wo ist denn jetzt wieder hier Lampen, Deckenlampen, Bodenlampen, Lichtschalter, Tischlampen, Wandlampen, und dann brauchen wir jetzt irgendeine über den Spiegel. Braucht man eigentlich eine Lampe? Gell? Gerade die Damen brauchen sowas. Vielleicht können wir die einfärben. Ach, das ist ja geil, man kann sogar das Material ändern. Ich bin ja total geflasht. Hier, schwarzes Ding, dann für den, aber man kann es nicht variieren. Grau und die Details, sind das für Details? Achso, das sind so, oh, okay. Chrom, Lampenfassung. Die Farbtemperatur, das ist ja sowieso die Brüchigkeit, die Helligkeit, machen wir es ein bisschen dunkler. Und jetzt will ich eigentlich nur noch
Nee, das sind die Details. Wo ist denn der? Hier, Lampenschirm, da haben wir ihn ja. Schwarz. Es soll nicht ganz schwarz. So. So. Und jetzt schauen wir mal, ob wir den noch mit den anderen Pflanzen verbinden können, also mit dem Lichtschalter. Na, und was sagt er? Die hängt mal ein bisschen zu weit oben. Die hängt mal ein bisschen zu weit oben. Jetzt passt sie mal auf. Jetzt machen wir Folgendes. Nein, machen wir Folgendes. Können wir den Spiegel hängen mal weiter runter? Das geht wieder nicht. Das geht wieder nicht, gell, weil das Waschbecken zu weit oben war. Können wir... Wir hängen das Schränkchen ein bisschen weiter runter. Wir hängen das ein bisschen weiter runter. War eh zu weit oben. Wir hängen den Spiegel jetzt weiter runter. Genau, jetzt haben wir nämlich hier die Dinge. Und dann können wir die Lampe auch weiter runterhängen. Und zwar daher. Ja. Jetzt passt's. Super cool, oder? Sehr schön. Ja, brauchen wir sonst noch wie Laden, Moment. Es gibt sogar ein Bidet. Jetzt schnalle ich ja total ab. Also, Leute, jetzt könnt ihr echt nichts mehr sagen. Außer, dass das vielleicht ein bisschen weit unten hängt. Ja, ist besser. Jetzt hängt es fast ein bisschen zu weit oben. Man kann sich doch irgendwie... Mist, das weiß ich jetzt gar nicht. Man kann sich da irgendwie hinknien. Jetzt stimmt's. Ja, jetzt stimmt's. Also, das ist ja wohl mega cool. Ist das nicht ein geiles Bad? Ich meine, es kommt natürlich noch. Wir können, wenn ihr unbedingt wollt, jetzt eben wirklich noch Zahnbürsten, elektronische Zahnbürste Summer. Man kann bei der elektronischen Zahnbürste die Farbe ändern. Also Leute, jetzt schnalle ich ja total ab. Dann stellen wir hier noch eine elektronische Zahnbürste, das wenigstens ein bisschen eingerichtet ist, oder? Okay. Noch eine Frage. Ja, vielleicht. Und das ist wirklich gut. Wo haben wir den Innenbereich? Sitzgelegenheit, Aufwand, Tische, Dekorationen, Schränke, Betten, Zubehör. Weiß ich jetzt leider nicht, wozu das gehört. Vielleicht noch ein flauschi Teppich. Einen flauschi Teppich. Wir könnten natürlich jetzt einfach behaupten, wir haben eine Bodenheizung. Ja, es ist wieder die Frage, wo ist es? Hobby, das kann ja alles nicht sein. Dekorationen, Bodendekor bei Dekorationen, da musst du erst einmal drauf kommen. So, Teppich, na, mag so, ja. Wo haben wir denn so ein Flauschi in Schwarz. Details auch Flauschi. In Grau, weiß ich nicht, was da für Details gemeinsam. Fransen, nein. Fransen sind mega kreislich. Wollen wir den nur reinlegen? Der wird. Oh, der geht bis zur Dusche, das gefällt mir nicht. Der ist mir fast ein bisschen zu groß. Da würde ich lieber zwei, drei kleine reinlegen. So.
Und den, dann wieder alles einstellen. Flauschi, schwarz. Das weiß ich nicht, was das bedeutet. Grau, Details B, auch grau. Fransen, nein. Oh, du mein. Okay, die mal erledigt. Jetzt will ich vorher schauen. Ja. So, dass das halt, ne? Versteht, dass man. Der ist jetzt wieder ein bisschen klein. Da könnte man auch zwei nebeneinander legen. So. Hm. Steht da irgendwo die Größe, dass ich es nicht ausprobieren muss? Nein, steht nicht. Mit Text, dann scheinbar Badezimmer drauf. Nein, das muss jetzt auch nicht sein. Diese unförmigen, das gefällt mir nicht. Das waren die zu großen. Wie groß ist denn der? Ja, der ist ja noch größer. Nein, nein, das macht da gar keinen Sinn. Den haben wir schon ausprobiert. Wird nur noch der bleiben. Da wird man mit den Füßen auf der Toilette umfahren spielen. Das ist gut. Das machen wir. Das gefällt mir. Es ist natürlich der letzte, den wir ausprobieren. Aber mei. So, flauschi, flauschi. Franzen, nein. So. So. Ja. Ja, ja, ja. Und jetzt hat man praktisch, wenn man hier auf der Toilette sitzt oder am BD die Füße auf dem Teppich und wenn man beim Zahnbürsteln sitzt, steht oder beim Gesicht waschen oder rasieren oder wie auch immer. Auch. Also, super. Jetzt ist es eigentlich fertig. Schöne Pflanze haben wir auch da. Lampen haben wir da. Machen wir mal aus. Sind die oben jetzt auch aus? Glaube nicht. Ist wurscht. Ist lasst mir jetzt so. Könnte man natürlich noch einen zweiten jetzt hier. Lasst mir jetzt so. Wunderbar. Sehr schön. Also, gefällt mir total gut. Wir heben unser Zeug wieder auf, wenn man sich das kehrt. Verkauft wird erst am Ende. Ich weiß, ob wir nochmal irgendwo was brauchen. So. Farbe kommt auch raus. Denn jetzt geht es gleich weiter und wir schmeißen uns jetzt gleich. Machen wir mal zu. Wart, super. Waschküche, super. Für Geld haben wir eigentlich nur 100.000 Credits. Gut. Jetzt geht's ans Schlafzimmer. Ja. Also, was ich schon mal blöd finde, ist, dass das Fenster weiter oben ist wie das, aber okay. Jetzt ist die Frage, Bett dahin oder Bett ganz ins Eck? Welcher Boden? Ich finde den Boden, muss ich sagen, mittlerweile trotzdem, der ist ein bisschen dunkler wie der draußen, gar nicht so schlecht. Also dann eher mal schauen. Jetzt Innenbereich. Was haben wir denn so für Wände etc.? Nee, da sind wir dann eher da wieder, oder? Dass ich mir dieses blöde Menü nicht merken kann, das gibt's doch gar nicht. Hobby. Was denn da eigentlich? Nochmal so Interesse. Ich nehme die Zeug und Spielzeug und Bücher und. Okay. Lautsprecher, Stereoanlagen, Haushaltsgeräte. Vielleicht hätte man echt einmal Schuhe, die hier die Menüs einmal durchschauen. Sind Sitzgelegenheiten, Aufbewahrung, Tische. Ja. Baustellenzubehör. Für was braucht man eigentlich das? Wallpaper. Aha. Was ist eigentlich Def? Dann das nur, das verstehe ich nicht ganz. Prototyp oder wie? Das verstehe ich nicht ganz. So, Oberflächen, jetzt ja, da waren wir. Wollen wir Zebrawand nehmen? Oh Gott, ich sehe schon. Nein!
Gott, also so Blümchen ist jetzt gar nicht mein Fall. Ich mag so gestreiftes Zeug, ein bisschen was Helleres. Vielleicht, wenn wir jetzt, wo wir so ein dunkles Bad haben und so eine bunte Küche, vielleicht ein bisschen was Helleres. Ja, ich finde sogar sowas, blaue Blätter, gar nicht einmal so greislich. Also fürs Schlafzimmer eher was nicht so aufregend ist, irgendwo so ruhiges. Tapeten, schauen wir mal. Oder doch eben nur Farbe vielleicht. Vielleicht ein dunkleres Blau, da schläft man angeblich ganz gut. Sowas vielleicht. Ein ganz dunkles Blau, Material, Putz oder Stuck. Könnte man mal den Putz nehmen? Wollen wir das einmal ausprobieren? Und zwar komplett alles blau malern. Also, ich würde jetzt da keine irgendwelche Ränder oder sonst irgendwie machen. Ihr wisst es ja, ich muss immer ausprobieren. Wir hätten es auch einfach so lassen können, gell, konnte der eine oder andere Song, aber ich glaube, dann kriegen wir weniger Geld. Jetzt schauen wir mal. Ja, gefällt mir schon ganz gut. Ich mag so dunkles Blau. Ist jetzt nicht ganz so hell, wie ich eigentlich gemeint habe, aber gefällt mir eigentlich ganz gut. Muss ich ehrlich gestehen. Es ist immer von Vorteil, wenn man sich in die Mitte der Wand stellt. Das habe ich jetzt irgendwie auch schon mitgerückt, weil er schwenkt automatisch die Kamera selber hin und her. Das bin nicht ich, das macht er automatisch. Und dann geht es wirklich relativ schnell. Ja. Also mir gefällt es gut. Mir gefällt es gut. Mir kann es ja auch gefallen, ich muss nicht drin wohnen. Wir wollen sie nur verkaufen und schön machen. Nein, und das geht ja nicht. So. Ja, da ist es wieder blöd mit Fenster. Weil so blöd habe ich mir jetzt gar nicht angestellt. Na, das ist doch jetzt gut gegangen. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr das Klappern von der Tastatur gehört habt. Wahrscheinlich. So. Wunderbar. Wunderbar. Na, das ist doch jetzt ganz gut gegangen. Jetzt schauen wir mal. Wir mal einmal raus. Ja, also das finde ich schon angenehm. Hat schon was. Vielleicht machen wir. Jetzt bin ich mal wahnsinnig kreativ. Jetzt passt auf, wir holen uns noch eine weiße Farbe. Haben wir da noch eine? Jetzt schauen, was haben wir denn noch? Das ist das Grau. Wobei das Grau könnte auch gut gehen.
Was ist denn das? Ist das blau? Wird auch gehen. Schauen wir mal, wenn wir noch ein bisschen Farbe übrig haben. Das ist so. Ja. Passt auf. Und wie findet ihr es? Ah, finde ich ganz cool. Finde ich ganz cool. Also man kann echt kreativ sein, gell? Könnte man noch einen zweiten unten hin machen. Aber ich finde, der eine reicht eigentlich. Da haben wir auch nicht so viel Farbe verschwendet. Kann man doch brauchen. Finde ich sehr schön. Alles klar. Dann können wir es eigentlich schon einrichten. Mehr würde ich da gar nicht machen. Dann schauen wir mal natürlich nach dem Wichtigsten. Nach einem Bett. Was haben wir denn? Tische, Aufbewahrung, Haushaltsgeräte, Elektronik, Dekoration, Schränke, Betten. Jawohl. Betten. Was Modernes. Leider sind wieder mal wahnsinnig altbackene Sachen dabei. Nö, wir wollen schon ein größeres Bett. Man geht mal davon aus, man wohnt zu zweit. Hier sowas vielleicht. Was Modernes. 4.000 kostet das. Wow. Und die Basis ist etwas leicht bräunliches. Grau, blau, grau, sowas vielleicht. Die Kissen lasse ich so. Die Bettdecke machen wir ein bisschen dunkler. Die Matratze, also das ist ja im Prinzip, Matratze ist ja eigentlich eher der Bezug oder der Leinenbezug. Schwarz. Und die Details, ach, das ist der Rand oben. Machen wir es ja. Ne, das ist mir zu blau. Das ist mir alles ein bisschen zu knallig. Okay, das ist erst recht knallig. Ne, dann was Sanfteres. Oh, was. Ja. Mal überlegen. Muss da vielleicht noch ein Schrank hinein? Dann müsste es ganz hinter in die Ecke. Dann könnte hier nur ein Schrank her. Ja. Ja, okay. Futuro heißt es. Okay. Haben wir Schränke, Aufbewahrung? Gibt es da einen Futuro? Schauen wir mal. Futuro. Futuro. Und dann zeigt er uns alles von der Firma Futuro, oder wie? Oh Gott, cool. Echt? Das ist ja cool. Man muss sich nur die Firmen merken. Okay, wusste ich auch nicht. Kleiderschrank. Wunderbar. Jetzt haben wir die, habe ich die Farben nicht gespeichert. Geht das? Das geht nicht, oder? Material. Was alles geht. Ja, Wahnsinn. Na, kein Holz. Hier. Aus glänzender Kunststoff. Nein, abgeblätterter Kunststoff. Okay. Mit den Farben. Detail ist die Decke, die machen wir ein bisschen heller. Kleiderstange sieht eh keiner. Grau. Das ist zwar ein Mords drum, aber er passt gut rein, finde ich. Also, ja, man sieht ihn auch nicht. Jetzt bräuchte man halt nur noch
Futuro, das ist ja geil. Das finde ich echt super, dass das wirklich geht. Hat Futuro denn zufälligerweise auch noch ein kleines Nachtkästchen? Man sucht sich also den Style aus, den man haben will, gibt oben einfach nur den Suchbegriff des Styles ein, also in diesem Fall Futuro, oder? Ja, das ist tatsächlich alles Futuro. Und dann hat man hier diesen Style. Das finde ich ja echt cool. Ja, es muss einem ja nicht alles gefallen. So, da haben wir aus dem Bad, haben wir da, wenn ihr euch vielleicht erinnert, auch schon so den einen oder anderen. Hier, ah, da gibt es sogar einen Toiletten. Papierhalter. Also ich habe jetzt just in diesem Augenblick gerade wieder was dazugelernt. Aber ich finde leider kein. Kein Nachtkästchen. Du. Na, das gefällt mir alles nicht. Nacht. Wie heute. Ich wollte nicht groß schreiben. Nachtisch, oder? Oh Gott. Sind das jetzt lauter Nachttische? Nein. Schade. Niedrige Aufbewahrung, hohe Regale, kleine Aufbewahrung sind eher so Nachttische, oder? Naja, wobei Aufbewahrung stimmt jetzt in dem Fall auch nicht. Niedrige Aufbewahrung, das ist groß. Regale wollen wir nicht. Kleine Aufbewahrung, dann ist es fast das hier. Sowas. Sowas. Griffe. Man kann sogar die verschiedenen Griffe wählen. Ich flippe ja total aus. Und zwar wollen wir da auch wieder hier den glänzenden Kunststoff. Man kann echt alles machen. Ich bin schwer begeistert. So. So. Griffe. Na, pink nicht. Eher weiß. Nee, weiß auch nicht. Schwarz. Wunderbar. Super. Zack, schaut's mal. Passt doch super. Die gleiche Höhe wie dieser Bettenrand. Da können wir sogar, wenn wir den ein bisschen nach vorne stellen. Ah, nee, dann steht er zu weit vorne. Okay, gut, lassen wir so. Ganz toll. Und jetzt, weil es ein bisschen, ja doch, Wasser, Meer, bin ja totaler Fan. Hat, brauchen wir noch natürlich noch ein bisschen Deko. Und zwar gab es doch ja, diese Fische. Das ist schon arg heftig. Vielleicht irgendwas. Also so ein Fisch, einen ausgestopften Fisch oder auch wenn er künstlich ist, wo ich jetzt nicht so. Fischereimuseum von Peinerkopf. Das finde ich jetzt wiederum ganz witzig. Aber das ist mir zu groß, oder? Mach jetzt mal hin. Finde ich eigentlich ganz lustig. Finde ich eigentlich ganz lustig. Und hier hätte ich ganz gern. Da gab es doch diesen Schriftzug. Das fand ich eigentlich ganz cool. Das da. Oder die Fische. Das finde ich auch ganz cool. Wie kann man da die Farbe ändern? Könnt ihr uns da weiter mal so ein knalliges Blau. Hier auch so ein bisschen helles Blau und Details A. Da machen wir auch wieder unseren gebeizten Kunststoff. Und das sind die anderen Fische und die machen wir dann ganz hell. So. Ja, das ist doch echt okay. Und da machen wir, wisst ihr was, da machen wir. Okay, ist nicht jedermanns Geschmack. Das sage ich jetzt gleich, das gebe ich zu. Das Poster, das gefällt mir nicht. Hoppala. Das Poster gefällt mir nicht. Das kommt wieder weg. Da gibt es bestimmt schönere Sachen. Das gefällt mir nicht so. Und da kommt jetzt lieber hier, ja, kommt jetzt hier noch. Schön zum Abschluss, dann sind wir nämlich fertig. Kommt jetzt hier noch eine schöne Pflanze her. Ja, und zwar eine große. Schauen wir mal, Blumentöpfe. Geräumig, was auch immer sie wieder mal unter geräumig verstehen.
Irgendwie sowas Natur, das ist eigentlich eher was für draußen, oder? Groß ist denn der? Ja. 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 Kann man lassen. Ist okay. So, und irgendwie. Das ist mir zu klein. Gibt es irgendwas Großes? Sehr, sehr groß. Ah, das passt doch gar nicht hin. Weil das ein richtiger Baum ist, gefällt mir auch nicht so. Sowas. Okay, das ist schon ultra groß, verstehe. Sehr groß, winzig, groß, klein, mittelgroß, groß. Groß. Ja. 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 Sehr gut. So, man kann sogar aufmachen. Ist das nicht cool? Wunderbar. Ja, gut, jetzt fehlt vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, ein Wecker. Ja, nehmen wir doch den. Natürlich in einem schönen Blau. Anzeigenfarbe. Ist mir eigentlich wurscht. Oh, doch, grün. Schaut, super erwischt. Und dann war es es auch schon. Ja, und was sagt ihr? Also, habe ich auch schon den Titel. Nachdem wir ja die letzte Folge schon schwarzes Bad, geht das? Ist es jetzt ein blaues Bad, ein blaues Schlafzimmer? Geht denn das? Und ich finde, das geht super. Also, mir gefällt das total gut. Jetzt könnte man natürlich noch überlegen, tatsächlich, ob man zum Beispiel die Fensterrahmen, also ob man da nochmal neue Fenster reinmacht und die Fensterrahmen auch noch ändert, das geht in einem echten Haus natürlich nicht so einfach, aber hier hätten wir die Möglichkeit. Sonst finde ich es eigentlich schon toll. Ja. Im Schlafzimmer muss ruhig sein. Lampe. Ihr habt recht. Wow. Also weiße Decke ist für mich okay. Stimmt. Wir können noch nicht aufhören, Leute, weil das machen wir jetzt natürlich schon noch fertig. Eine Lampe fehlt noch. Irgendeine schöne Deckenlampe. Die finde ich gar nicht so greislig. Nein, nur so wie Hängebirnen finde ich nicht so. Ja, so klassisch. Finde ich eigentlich gar nicht so greislig. Dann nehmen wir dann auch wieder den gebeizten Kunststoff. Glänzender Kunststoff. Temperatur. Breche mal. Ja, das ist doch okay, oder? Kann man das lassen? Hoffentlich treffe ich irgendwie ein bisschen die Mitte. Ja. Und dann natürlich noch den Lichtschalter. Aber kann sein. Nee, nee. Also bitte, schon in weiß. Oh. Und kurz verkabeln. Muss alles sein. So. Na, jetzt ist es wunderbar. Wir brauchen nicht mehr. Kann nur überlegen, ob man da hinten vielleicht nur ein kleines Bildchen oder sonst irgendwie hinhängt. Aber da können die Leute dann auch Fotos oder hier vielleicht ein schönes Familienfoto oder so. Kann man natürlich alles überlegen. Bilder, hier schauen wir mal ganz kurz. Vielleicht haben wir noch irgendwie. Ja, hier so Parallel. Genau, das habe ich jetzt gemeint. So ein. So. Und dann kommen da die Familienfotos annehmen. Ist es nicht wunderbar? Ja, meine Lieben, ein Bad, ein Schlafzimmer in Blau, das geht. Und es schaut total cool aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's schon wieder. Beim nächsten Mal machen wir uns dann natürlich logischerweise ans Wohnzimmer. Mit Einbauküche. Da werden wir wahrscheinlich zwei Folgen brauchen. Also, letzter Blick in dieses wunderschöne Schlafzimmer. Ich finde es ganz, ganz toll. Danke fürs Zuschauen, sagt der DJ Nick hier bei Hausflipper 2 und schaut das nächste Mal wieder rein. Wir basteln schon noch weiter.
Bleibt gesund. Servus. Pfiat euch.